Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und heute ist es glaube ich soweit, wir schaffen die 100%, denn schauen wir mal rein in unseren Herausforderungskalender. Dann haben wir alles 100% außer den Raum der Wünsche, der bei 97% liegt. Was daran liegt, dass wir hier diese einzigartigen Wesen noch züchten sollen. Und wir haben 7 von 10 gezüchtet. Fragt euch, Moment mal, beim letzten Mal waren es doch noch nicht 7. Nee, waren es auch nicht, weil 9% vom Spiel geschafft. Das liegt jetzt daran, weil wir ja, weil die ja erstmal auch entstehen, die Wesen. So, wir müssen mal gucken, welche Tiere wir überhaupt gezüchtet haben alles. Denn wir haben ja hier unser Zuchtgehege. Und wir sehen, habe ich hier 2 hingestellt, damit es noch wesentlich schneller geht. Aber die haben wir ja schon gezüchtet, das heißt, die können wir da rausholen. Die müssen ja auch fertig sein da. Okay. Geht mal ein bisschen zur Seite. Und tatsächlich nicht. Das heißt tatsächlich, die Zeit läuft nicht weiter, wenn man aufhört. Was natürlich irgendwie schade ist. Aber egal. Ja gut, dann müssen wir in die anderen Gehege mal gehen und gucken. Die werden wahrscheinlich auch noch nicht fertig sein. Aber ich dachte, vielleicht läuft die Zeit einfach ab, wenn das Spiel auch aus ist. Das tut es natürlich nicht. Schade, schade. Okay. Aber wir haben hier auf jeden Fall 2 Tiere drin. Und gezüchtet haben wir bis jetzt einen Niffler, Fupers. Fupers. Wir haben Einhörner gezüchtet, wir haben Diricalls gezüchtet, Testrale und auch noch so ein Grabhorn. Und hier können wir auch mal kurz gucken, was wir hier gezüchtet haben. Guck mal. Verbleibende Zeit, noch 10 Minuten etwas. Gut, wir setzen hier einfach noch so ein Ding hin, noch so ein Gehege, das können wir ja. Huch. Da. Potego. Warte. Bam. So, schauen wir mal. Noch so ein Gehege können wir hier hinsetzen. Da. Müssen wir Platz für finden. Hier hinten vielleicht. Zack. Und jetzt müssen wir gucken, was für Tiere ich hier noch habe. Ich weiß das gar nicht. Geh mal ran. Also, das sind Kniesel. Die können wir züchten. Die haben wir nämlich noch nicht gezüchtet. Glaube ich. Was ist das? Ein Jobbertnoll? Züchten wir den einfach mal. Den haben wir, glaube ich, schon gezüchtet. Können wir das aufhören damit? Können wir das abbrechen? Nee, kann man nicht. Okay, müssen wir noch ein Gehege hier hinsetzen. Dann, glaube ich, haben wir den Kniesel noch nicht. Kann das sein? Testen wir das nochmal, ob wir den Kniesel machen können. Davon können wir ja so viel bauen, wie wir wollen. So. Okay, Jobbertnoll haben wir anscheinend auch. Das merke ich mir mal kurz hier mit einem kleinen Stift. Den Jobbertnoll haben wir auch. Und dann müssen wir hier so eine kleine Mizi züchten. Perfekt, genau. Jetzt haben wir oben 8 von 10. Gut. Noch 2 Wesen und wir haben diese 100 voll. Dann heißt das natürlich, dass ich die 100% von dem voll habe, was das Spiel mir bietet. Natürlich, wisst ihr natürlich, gibt es natürlich noch viel mehr andere Sachen, die man machen kann. Also ich glaube, um so ein Platin oder irgendwas zu bekommen von der PlayStation jetzt hier, muss man wahrscheinlich noch wesentlich mehr machen. Aber darum geht es mir ja gar nicht, wie ihr wisst. Mir ging es ja wirklich nur darum, die 100% vom normalen Spiel fertig zu machen. Also die 100% von den normalen Sachen. Klar, könnte ich jetzt wirklich noch alle anderen machen, aber da habe ich jetzt wirklich nicht so viel Lust zu. Wenn euch das interessiert, dürft ihr das gerne ausprobieren. Und selber ausprobieren. So, wir machen nochmal hier. Gucken, ob wir noch so ein Ding hier hinsetzen können irgendwo. Was Platz ist überhaupt? So, ich weiß gar nicht, ob ich noch Tiere habe, die ich wo reinsetzen kann. Warte mal. Ah, Testrale haben wir ja schon gemacht. Das macht nicht so viel Sinn. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier Tiere in unserem Menü haben, die wir vielleicht noch nicht haben. Ei haben wir. Ja, Lord der Küste haben wir auch. Wäre natürlich gut, wenn man so eine Kröten machen könnte. Dafür bräuchten wir natürlich eine zweite Kröte. Es kann sein, dass wir nochmal auf Tierjagd gehen müssen heute. Protego. Huch. Also wir suchen nochmal, ob wir irgendwas finden hier. Riesige lila Kröte. Vielleicht finden wir ja nochmal eine andere schöne Kröte. Einen Bereich haben wir, glaube ich, noch, den wir noch nicht besucht haben. Das ist der hier unten. Da könnte ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas hinbekomme. Also hier haben wir Niffler drin. Nullmuffs habe ich, glaube ich, noch nicht. Mal gucken. Was können wir die ja hier machen? Schauen wir doch mal. So. Die können wir züchten. Bam. Das waren 9 von 10.
Ich setze hier noch ein Gehege hin. Vielleicht können wir ja sogar das andere noch zusammenbekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, welche Tiere da noch waren. Aber ich glaube, die haben wir alle schon. So, wollen wir mal testen. Nulus haben wir. Den haben wir auch. Einen Mondkalb haben wir noch nicht. Bam. Stufe für Stufe zum Erfolg. Trophäe erhalten. Und wir sind auch Level 40 geworden, wie ihr seht. Das war's. Jetzt haben wir tatsächlich die 100% erreicht. Gucken wir mal auf. Überall 100%. Das heißt, Gesamtfortschritt 100%. Wir haben das komplette, die kompletten 100% erreicht. Ups, nein, warte. Was natürlich cool ist, aber es gibt natürlich viel mehr noch zu entdecken. Jetzt ist die Frage. So, Talente können wir noch ausfüllen hier. Bei den Zaubersprüchen. Ah, okay. Warte mal, gehen wir hier rüber. Schleichen vielleicht irgendwas Besseres. Gegner können die schlechter entdecken. Ja, fast einen Entwicklungsbereich der Gegner in Nähe treffen kann. Das nehmen wir mit. So. Ja, bei den Sammlungen haben wir auch einiges drin, haben wir natürlich noch nicht alles erreicht, ne? Also hier 10 von 10, 69, 89, da haben wir auch alle. Sehr gut. Hier fehlt uns auch richtig viel, wie man sieht. Revelio-Seiten. Ja, müssen natürlich noch einige mit Revelio finden, wie man sieht. Aber ansonsten, ja, das könnte man natürlich auch noch voll machen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich darauf Lust habe, das Ganze voll zu machen. Mich würde ja eher interessieren, nochmal neu anzufangen mit einem anderen Haus. Das würde mir irgendwie mehr Spaß machen. Aber ja, es passiert leider nichts Besonderes gerade, wenn man das hier voll gemacht hat. Ich dachte, man kriegt jetzt irgendwie, hier im Spiel passiert irgendwas super-duper-mäßiges. Dass sie sagen, wow, du bist der King. Nee. Clever investiert, okay. Das ist wahrscheinlich, wenn man Level 40 ist und alles gemacht hat. Das ist ein bisschen schade, ne? Hätte mir jetzt ein bisschen mehr, ich muss zugeben, ich hätte mir jetzt mehr erhofft. Das ist so ein bisschen. Nun ja. Man hört in meiner Stimme eine leichte Enttäuschung. Zu Recht. Finde ich. Oh, was passiert hier? Okay. Oh, vielleicht passiert doch noch was, weil wir den Raum der Wünsche vervollständigt haben. Oder auch nicht. Okay, das wird ein bisschen größer gerade hier. Okay. Ja, nicht schlecht. Revelio. Oh, hier ist aber nichts anderes. Da streichen ein paar Niffler. Hier schweben ein paar Bücher. Nette Effekte so, ne? Ach, schade, schade. Ich dachte, es passiert wirklich mehr. Leute, wir haben es geschafft und es passiert wirklich nicht viel mehr. Okay, wenn ich jetzt mal auf die Karte gehe, ich gehe mal auf die Weltkarte, dann wissen wir ja schon, ich zoome mal raus. Also, hier oben, Sumpf, man sieht, hier haben wir fast alles, aber die Prüfung Merlins haben wir noch nicht ganz voll. Das sieht man, ne? Hier haben wir Sammlung von Truhen, fehlt uns welche, es fehlt uns für Prüfung Merlin. Okay. Sammlung von Truhen. Okay, Prüfung Merlins fehlt hier auch noch ein bisschen was. Hier fehlt nochmal Prüfung Merlins. Oh, hier fehlt Sammlung von Truhen. Handbuchseiten fehlen hier nicht. Prüfung Merlins fehlen hier aber 7 Stück. Hier fehlen Prüfung Merlins, Truhen. Okay. Ja, Prüfung Merlinsammlung Truhen. Das fehlen uns auch viele Truhen und die Prüfung Merlins, wie man sieht.
Überall eigentlich. Das ist natürlich schade. Sammlung von Truhen. Prüfung Merlins haben wir ja auch Truhen. Ja, das Ganze. Gut, das müssten wir dann auch nochmal in Angriff nehmen. Aber wir haben die 100% des Spiels so geschafft. Es fehlen uns halt noch die anderen Sachen, die wir vollständig halber machen können. Und wisst ihr was? Das mache ich auch noch. Das machen wir auch noch. Dann wisst ihr was? Da gehen wir direkt, machen direkt jetzt. Gehen wir hier auf die Weltkarte. Dann haben wir gesehen, wo was fehlt. Also, mach einen raus hier. Ganz nach oben. Und wir gehen nach Sumpf von Nordford und fliegen einfach mal irgendwo hin. Und machen die Prüfung von Merlin auch nochmal alle. Also jetzt will ich alles haben. Jetzt gehen wir jedes Land Stück für Stück durch. Oder was sagt ihr? Sonst ist es ja nicht das Richtige. Also man fühlt es fühlt sich sonst so inkomplett an. So, lass mal gucken. Also, wir sind da. Guck mal, hier sind ja schon ein paar Prüfungen. Lass uns doch erstmal den hier in Angriff nehmen. Fliegen wir da mal hin. Ist ja ärgerlich. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja. Ich sehe Sprungchancen, wollte ich gerade sagen. Okay. Okay, wir müssen von hier oben das machen. Hab ich schon verstanden. So. Ah, es ärgert mich gerade schon, dass man noch so viel machen muss, aber... Gut. Und da ist auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. Die nehmen wir auch gleich mit. Pass auf, wir wollen ja auf jeden Fall dahin. Oder dahin? Nein, wir wollen erstmal dahin. Aber das ist noch eine Truhe, seht ihr? Ich sehe nämlich auch die Truhe. Wurde hier gerade angezeigt. Da unten ist sie. So, können wir auf die Karte gucken? Wir sind da und wir, die Schmetterlinge haben wir zum Beispiel auch noch nicht ganz erreicht, ne? Aber jetzt machen wir jetzt die Prüfung Merlins. Und fliegen los. Ist ja die Frage, ob es für euch überhaupt spannend ist, dabei zu sein, wenn wir diese ganzen Sachen noch machen. Vielleicht werde ich es auch alles mal für mich machen und euch nur beim letzten Fitzel, den ich noch machen muss, dazu holen. Oder ist das nicht vielleicht praktischer? Ich glaube schon. So machen wir das, glaube ich. Da. Contrinko. Da wäre selbst Merlin stolz. Genau, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, ob ihr das noch sehen wollt, wie ich hier alles raushole, oder ob ich euch nur das letzte Stückchen zeigen soll. Weil das wird vielleicht am spannendsten sein, wenn ich so das letzte Land, wo ich die letzten zwei, drei Prüfungen noch habe, wo mir die noch fehlen, und die machen wir dann zusammen. Weil jetzt glaube ich, das ist dauert einfach mal ewig, bis wir das jetzt alles machen können. Obwohl. Hier ist ja auch schon wieder einer. Muss ich kurz mal rein, glaube ich. Bombard! Komm! Gefiel du! So, die holen wir noch die ganzen Karten. Genau, so mache ich. Ich daddel jetzt hier noch ein bisschen. Also,
Und ihr könnt ja gerne noch dabei sein. Ich mache diese Folge noch zu Ende. Und dann warte ich einfach auf eure Kommentare. Und deswegen wird die nicht gleich morgen erscheinen, die nächste Folge. Denn dann müssen wir eine kleine Pause zwischenlassen, um zu wissen, das hast du diesmal für mich auf Lager. Passt das zusammen für uns oder nicht? Könnt ihr ja sehen. Bombarda. Achso, warte. Contringo. 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 Super. Impulso. Contringo. Bombarda. Impulso. Contringo. Bin hier. Contringo. Contringo. Super. Bombarda. Contringo. Impulso. Contringo. Bombarda. Contringo. So, jetzt müssen wir mal die Dinger umdrehen hier. Habe ich den schon drin? Ne, habe ich nicht. Defendo. Ah, okay, warte. Und der ist richtig. Sie können. Okay. Gut, das haben wir auch. War jetzt nicht so schwierig. So, gucken wir nochmal hier auf die Karte. Der nächste ist hier. Ja, das kann man eigentlich zum Spiel sagen. Also ich finde, das Einzige, was schade ist, dass man nicht wirklich richtig böse sein kann. Man kann immer nur so, ja, semi-böse sein, ne? Ich finde auch, die Entscheidungen haben nicht so wirklich viel Einfluss. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Das ist ein bisschen schade. Reven. Okay, da ist die Kugel. Schon gedacht gerade eben. Rebellion. Ja, wollen wir da rein ins Loch. Impulso. Ach so, warte. Contringo. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nee, mich auch nicht. War jetzt auch nicht wieder so schwierig. Wir sind ja auch alle immer die gleichen jetzt, ne? Also wir kennen die alle schon. So. Jetzt verschieden, wo wir jetzt hin. Das ist ja schon die andere. Das haben wir, warte mal. Das haben wir hier oben. Haben wir Merlins Prüfung. Haben wir alle fertig. Jetzt gibt es noch Sammlung von Truhen. Kann man hier noch Truhen sammeln, ey? Gibt wahrscheinlich noch genug Truhen hier irgendwo. Die alle noch nicht hat. Rebellion.
mal, ihr Affen. Protego! Confringo! Bombarda! Sieht interessant aus. Ja, mal gucken. Levioso. Vingardium Leviosa. So, der ist ja schon mal verkehrt, das müssen wir einfach drehen. Okay. Kann ich nicht so drehen? Warum nicht? Leviosa, Vingardium Leviosa. Stipendo. Ah, guck mal. Vingardium Leviosa. Wieso dreht er denn immer wieder? Stipendo. Wie kann ich den da umgedreht bekommen hier? Vielleicht mit einem... Entschuldigung. So vielleicht? Wie sieht der jetzt aus? Levioso, Vingardium Leviosa. Ist er verkehrt? Stipendo. Levioso. Gefolge. Confringo, Gefolge. Ist ja richtig. Und jetzt können wir den vielleicht auch so hochheben. Vingardium Leviosa. Ah, guck mal. Nein, dreh den schon wieder um. Ah, okay, jetzt. Jetzt habe ich gecheckt. Entschuldigung. Das war doch auch dumm. Naja. Jetzt muss ich gucken, ob es einer von diesen Truhen war. Ne, 3 von 7. Das ist keine von den Truhen gewesen. Das müssen wahrscheinlich die offensichtlichen Truhen sein. Und nicht diese geheimen hier. Das ist ja auch blöd. Mal gucken. Da sind 4 Truhen, die uns fehlen. Lass uns doch mal dahin fliegen. Das Offensichtlichste zuerst wahrscheinlich und ich gehe da nicht hin. Naja. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen wird. Revelio. War eigentlich schön, so ein kleines Dörfchen, oder? Also ich würde da gerne wohnen. Ach, ist draußen. Da drüben sind wir in der Hütte. Alohomora. Okay. Revelio. Gehen wir nach oben. Wenn die schon Truhen sind, gehen wir nach oben.
So. Revelio. Hier ist auch noch was. Ich weiß nicht, welche Truhe man alle nehmen soll, aber es gibt anscheinend einige Truhen, die man nehmen kann. Aha. Ja. Die eine, zum Beispiel. Und da steht ja auch noch eine hier. Da müsste bestimmt drüben im Haus auch noch eine sein, wetten. Revelio. Nach oben gehen. Da unten ist auch eine Kiste, habe ich gesehen gerade, da unten. Der Hütte da hinten, okay. Abgesehen von Spinnen gibt es in Avenger nichts zu finden. Nicht die Mühe nicht. Da. Super. Und da drüben ist auch noch eine Truhe. Hallo Homura. Vorhin sitzt der Besitzer vom Haus. Interessiert ihn gar nicht, dass ich seine Tür aufmache. Weil der Besitzer vom Haus denkt, oh, guck mal, der knackt da mein Schloss, geht immer rein hier. Holt sich wahrscheinlich noch irgendwas Cooles bei mir. Klaut sich was. So. So, kurze Karte angucken. So, hier haben wir jetzt alles erreicht. Ja, haben wir alles fertig. Genau, und jetzt sagt mir doch mal, habt bis morgen Zeit, wenn ihr diese Folge gesehen habt, beziehungsweise wenn diese Folge gelaufen ist, habt ihr natürlich bis morgen Zeit, mir das zu sagen. Und dann würde ich die anderen Folgen ein, zwei Tage später hochladen, wo ich entweder mit euch zusammen alle Dinge abgrase, oder wo ich das abgrase und nur beim letzten Land, da warte ich mit euch zusammen drauf, dass wir das zusammen auf 100 kriegen. Wenn ihr Lust darauf habt, sagt mir Bescheid. Wenn nicht, ich mach's trotzdem. Dann mache ich nur mit der einen Folge. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.